Na? Euch geht's gut. Ja, ihr habt ja auch ein wunderschönes Platzl. Aber du? Du gefällst mir nicht recht. Hast ein bisschen wenig Sonne, gell? Dich werde ich versetzen. Ja, deswegen brauchst du nicht so traurig reinschauen. Lauf nicht so blöd. Fröschl, die Pflanze lebt. Ja, und die merkt sofort, ob sie einen mag oder nicht. Genau. Und wenn du zu ihr sprichst, dann versteht sie dich. So? Das heißt natürlich nicht jedes Wort. Ja, aber betet der Onkel Wanninger auch jeden Abend zur Nacht mit euch? Ja, macht er? Was? Jetzt ist die Zirngiebel. Ah, das ist ja eine Frau Zirngiebel, Respekt. Verlass mich jetzt nicht, Fröschl. Ich glaube, die ist scharf auf mich. Ach, ich möchte nicht stören. Nein, nein. Da bleibst. Herr Wanninger, schauen Sie, wer so nett mit Blumen sprechen kann, der wird doch mit der feschen Frau auch reden können, nicht? Viel Vergnügen, Wiederschauen. Was für ein Wetter. Ein bisschen feucht, gell? Ja, danke vielmals. Ans trieft. Wollen Sie sich zu mir setzen? Hä? Ich weiß nicht. Sir. So wie Sie das so allein hier aushalten, ein Mannsbild wie Sie und das Haus, da gehört doch eine Frau hin. Ja, da fehlt ja bei Ihnen nichts, gell? Sie haben ein schönes Haus und einen netten Mann. Nett. Ich hab's Ihnen schon lange sagen wollen. Er ist gar nicht mein Mann. Er heißt auch nicht Zirngiebel, er heißt Pilgrin. Verheiratet sind wir nicht. Und die Nachbarn glauben, es ist der Zirngiebel. Aber juristisch ist es nicht. Wir haben es dabei belassen, weil ich nämlich da... Ich habe eine Rente von meinem Mann. Der ist im Krieg vermisst und 1953 für tot erklärt worden. Und auf die Rente haben wir nicht verzichten wollen. Vor allen Dingen der Pilgrim nicht. Und darum haben wir nicht geheiratet. Ich bin froh darüber. Jetzt. Ja, wie lange lebst du denn schon mit dem Dings da, ich meine, mit dem Herrn Pilgrim zusammen? Seit 1957. Das ist lange genug. Er muss aus dem Haus. Es ist mein Haus. Ich hab's von meinen Eltern. Seit 1957? Ich sag's ja immer, es geht nichts über ein langes Zusammenleben. Ja. Miteinander alt werden, das ist doch was Wunderschönes. Man hat dann im Alter so seine Erinnerungen, gell? Das hat Zeit. Mit den Erinnerungen kann ich noch nichts anfangen. Ich hab's mit dem Erleben. Ach, was für Hände. Und man sagt doch immer, eine Frau auf Händen tragen. Ich glaube, das könnten Sie wirklich. Ja, ich tät's ja auch ganz gern, aber ich darf nichts tragen. Wegen meiner Bandscheiben. Was du gesteckt? Du bist verrückt, einfach abhauen und ich kann sehen, wo ich mein Abendbrot kriege. Ich kann erwarten, dass das auf dem Tisch steht, wenn ich nach Hause komme. Schließlich habe ich schwer zu arbeiten. Von wegen Schwerarbeit als Steuerberater, schöner Steuerberater. Hier ein Schnäpschen, da ein Weinchen, das kenne ich. Und merk dir eins, bin ich dein Dienstmädchen. Wenn du Hunger hast, mach dir selber was. Und wo ich gewesen bin, das geht dich überhaupt nichts an. Und ob mich das was angeht, wer verdient denn hier das Geld, du oder ich? Und solange du von meinem Geld lebst, geht mich das was an. Meine Witwenrente ist nicht dein Geld. Meine Witwenrente, das ist mein Geld. Und wessen Witwe bist du meine? Und von wem hast du die Rente von mir? Also ist es auch mein Geld. Das ist vielleicht eine Logik. Ja, und ob es das ist? Würdest du eine Rente kriegen, wenn die wüssten, dass ich lebe? Würdest du nie. Gestehe, dass du mit den Papieren eines anderen aus dem Gefangenenlager entlassen worden bist und dass du heute noch, nach über 20 Jahren, unter dem Namen dieses anderen lebst. Gestehe endlich, dass der Pilgrim tot ist und dass der Zirngiebel lebt. Aber dann sag auch gleich, warum du das gemacht hast. Weil du ein alter Geizkragen bist. Eine Witwe mit Rente und wenn es die eigene ist, das ist doch ganz was anderes als bloß eine Frau. Du bist ja verrückt. Es war doch deine Idee. Du konntest doch den Hals nicht vollkriegen. Ich möchte dir nicht zumuten, mit einer Verrückten unter einem Dach zu leben. Und das mein Haus ist, zieh bitte aus.
Je eher, desto besser. Nein, Herr Fröschel ist nicht da. Ja, mein Name ist Kettwig. Kann ich was für Sie tun? Ich habe eine Frage, aber ich weiß nicht. Ich kenne Herrn Fröschel schon länger. Ich bin gewissermaßen sein Steuerberater. Ach so, dann ist es ja wohl mehr privat. Nein, das glaube ich nicht. Das ist nämlich nichts Privates. Das heißt, vielleicht doch. Können wir nicht die Tür zumachen? Aber gern. Ich bin gleich wieder da, Herr Fröschel. Es handelt sich um einen Streit zwischen einem Freund von mir. Wir denken uns manchmal etwas aus, wissen Sie, als Gedankenspiel, verstehen Sie? Ach, das ist aber hübsch. Ja, wollen Sie sich nicht setzen? Danke. Bitte schön. Also, das ist so, ein Mann ist für tot erklärt worden, lebt aber noch. Ich meine, das haben wir uns ausgedacht. So was kann es doch geben, ja? Ja. Ja, und jetzt will er wieder amtlich weiterleben. Also, wenn man amtlich für tot erklärt worden ist, dann ist das gar nicht so einfach. Aber bitte, ich kenne mich da nicht so genau aus. An Ihrer Stelle würde ich Ihnen vorschlagen, gehen Sie doch zum Meldeamt, wenn Ihnen Ihr Spiel so viel wert ist. Allerdings könnte ich mir denken, dass Ihr theoretischer Mann eine ganze Reihe glaubwürdiger Zeugen beibringen muss, wenn er wieder zum Leben erweckt werden will. Daran haben wir auch gedacht, aber das war uns zu einfach. Wir haben es so konstruiert. Der Mann hat einen Zeugen, aber der bezeugt ihm sein Leben nicht, weil er Nutznießer seines amtlichen Todes ist. Er bezieht nämlich eine Rente. Da sehe ich schwarz. Da wird er wohl tot bleiben müssen. Und wenn es ihm trotzdem gelingen sollte, wieder zum Leben erweckt zu werden, dann wird es furchtbar teuer. Er stellt sich vor, er muss doch die ganze zu Unrecht bezogene Rente wieder zurückzahlen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen sehr. Gott sei Dank ist das ja nur ein konstruierter Fall. Ja, eben. Hallo, Sie müssen da wieder mit dabei sein. Okay. Ja. Und verbindlichen Dank, Herr Kommissar. Wiederschauen. Was willst du? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Deine Sachen sind in den Koffern und die Eisenbahn ist komplett. Deine Schlüssel kannst du ruhig wegwerfen. Ich habe neue Schlösser einbauen lassen. Hey, ja, was ist denn los? Warum sitzt du so aufgeregt? Der Mann meiner Tante, also ich meine der Mann, mit dem sie zusammenlebt, der hat mit der Axt die Tür eingeschlagen. Was? Ja, bitte kommen Sie schnell, sonst gibt's Mord und Totschlag, ja, wenn es das nicht schon gegeben hat. Ja, Frau Zehngiebel. Wie kommen Sie denn hierher? Da war die Heidi wohl etwas voreilig. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit, nichts Ernsthaftes. Ich danke Ihnen trotzdem. Bitte, so setzen Sie sich doch, Herr Wanninger. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ach ja, das ist mein Mann, Herr Zirne Pilgern. Das ist der Herr Pilgern.
Und das ist Herr Wanninger. Ach so, setzen Sie sich doch, Herr Wanninger. Einen Schnaps werden Sie doch wohl trinken. Ja, ich möchte schon, aber ich habe leider gar keine Zeit. Es freut mich, dass Sie so friedlich zusammen sind. Ja, ich sag's ja immer, das Schönste an einem Streit ist doch hinterher die Versöhnung. Gell? Also auf Wiedersehen. Ja, und vergessen Sie nicht, es Nacht wird, die Haustür zu reparieren. Wenigstens provisorisch. Das ist also der famose Herr Wanninger. Na? Der ist ja ungeheuer an dir interessiert. Er hat genau gesehen, was hier los ist und hat sich zurückgezogen, um mir weitere Peinlichkeiten zu ersparen. Ist eben ein Kavalier. Im Gegensatz zu dir. Brich dir bloß keine Zunge ab! In welchem Frühling bist du denn eigentlich? Im dritten oder im vierten? Schon gut, schon gut. Du hast ja selbst gesagt, dass ich kein Kavalier bin. Und da ich es nicht bin, werde ich jetzt hingehen und mich selber anzeigen. Was mir dann passiert, ist mir wurscht. Aber du kriegst keine Rente mehr und von mir bekommst du nicht einen Pfennig. Das garantiere ich dir. Dann sieh mal zu, wovon du dann lebst. Und jetzt gehe ich. Zweimal lasse ich mich nicht rausschmeißen. Onkel! Nun überleg's dir doch noch mal. Der Tante tut's ja schon leid. Musst du dich denn in deinem Alter noch verlieben und alles aufgeben wollen? Es gibt eben Dinge, die nie aufhören. Aber der Wanninger sieht mir wirklich nicht so aus, als ob er sich so viel aus dir macht, wie du wohl möchtest. Du, der heiratet bestimmt nicht wieder. Auch versöhnt euch doch wieder. Führt doch zu nichts, wenn du dich selbst anzeigst, Onkel. Hat doch keiner was davon. Hm, Onkel? Tante. Hast du eigentlich recht, Kindchen? Es passiert einem eben so. An den Hundstagen. Jetzt trinken wir erst mal ein. Jetzt fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Na, nur die Flasche ist ja schon leer, Nana. Also dann die nächste, so lang wie der kleine Vorrat reicht. Also ich könnte jetzt auch einen vertragen. Ja, ich ja. Auch. Ja, jetzt haben wir ja auch alle drei einen verdient. So. Danke. Bist mir ja doch eigentlich lieber als der Wanninger. Vertrauender. Hertha! Was ist denn? Ja. Du liegst im Bett? Was hast du denn? Mein Magen. Es brennt wie Feuer. Wo ist denn die Tante? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich macht sie Besorgung. Hol sofort einen Arzt. Sonst geht's mit mir zu Ende. Und am besten auch gleich die Polizei. Ich bin vergiftet. Die Tante. Ach, du bist verrückt. Das macht doch die Tante nie. Du hast mal wieder zu viel gesoffen. Wäre ja nicht das erste Mal. Sie werden jetzt schlafen. Machen Sie sich keine Sorgen mehr. Sie sind jetzt außer Gefahr. Oh, alles Gute, Herr Pilgrim. Danke, Herr Doktor.
Er hat typische Vergiftungserscheinungen. Wirklich? Er ist wirklich außer Gefahr. Genaueres kann ich natürlich erst sagen, wenn wir seinen Mageninhalt und sein Blut untersucht haben. Aber sollte sich mein Verdacht wirklich bestätigen, wäre ich gezwungen, die Polizei zu informieren. Vergiftet? Wer sollte denn meinen Mann vergiften? Ich fasse zusammen. Es hat also eine Auseinandersetzung gegeben mit nebensächlichen Sachschäden, aber zu Tätigkeiten gegenüber Personen ist es nicht gekommen. Ist das richtig? Gut. Dann haben Sie sich versöhnt. Zur Versöhnung wurde Likör getrunken. Sie waren ja wohl mit dabei, nicht wahr? Als Dritte im Bunde, gewissermaßen als Bürger für den Pakt. Ist das richtig? Ja. Das ist der Likör, nicht wahr? Und aus beiden Flaschen ist eingeschenkt worden. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das haben wir Ihnen ja erzählt. Nun, dann haben Sie ja wohl nichts dagegen, wenn ich Ihnen die beiden Flaschen kurzfristig entführe. Frau Zirngiebel, Ihr Mann, Ihr Lebensgefährte ist vergiftet worden. Und wenn der Arzt nicht gekommen wäre, dann... Den ich gerufen habe? Ja, ja. Herr Pilgrin hat mir genau erzählt, wie es war. Sie, Frau Zirngiebel, sind allerdings zu der Zeit einkaufen gegangen, als Hilfe hier am nötigsten gewesen wäre. Möglicherweise ein Zufall. Auf jeden Fall, das Letzte, was Herr Pilgrin zu sich genommen hat, ist dieser Likör gewesen. Aber da Sie beide ein so gutes Gewissen haben, können Sie ja einer Laboruntersuchung mit aller Gelassenheit entgegensehen. Guten Tag. So, hier ist der Bericht. Ja, danke schön. Tja, was wir vermutet haben, der Likör enthielt tatsächlich Gastrotoxin. Eine banale Sache. Jetzt fahre ich also hin und verhafte Frau Zirngiebel. Du, ich finde da gar nichts banal. Schau, sie hat versucht, ihren Mann zu vergiften, weil sie ihre große Liebe zu Wanninger entdeckt hat und für ihn frei sein wollte. Eigentlich ist ja unser Wanninger auch ein bisschen mitschuld. Herr Forschel, wie man auf so einen Mann reinfallen kann, wird mir ewig ein Rätsel bleiben. Naja, die Seele der Frauen werden wir sowieso nie ergründen. Bitte. Aber du, irgendwie tut mir die Frau Zirngiebel leid. Jetzt ist die Nichte auch noch Mitwisserin. Also du, das ist eine banale Sache. Na, du, da ist der Wurm drin. Schau her, so einen Vollhammer kann doch kein Mensch haben, dass er zuerst jemand vergiftet und dann die Flasche Schnaps mit dem Gift in aller Seelenruhe in der Hausbar stehen lässt. Ja, anscheinend doch. Aber das ist doch Wahnsinn. Wie wollen Sie denn das wieder gut machen? Die Tante hat es nicht getan. Ja, nie und nimmer. Bitte wollen Sie hier einsteigen. Na, Fräulein Heidi, ess es doch noch ein Stück. Den Kuchen habe ich selber gemacht. Oder schmeckt er Ihnen nicht? Doch, sehr gut. Ja, na also, schauen Sie, wenn Sie nichts essen, davon wird es auch nicht besser. Ja, ganz im Gegenteil. So, und jetzt wollen wir mal schauen, ob ich Sie auch richtig verstanden habe. Sie behaupten also, der Herr Pilgrin, das ist gar nicht der Herr Pilgrin, sondern das ist der Herr Zirngiebel, Ihr für tot erklärter Onkel. Ja. Können Sie das beweisen? Beweisen? Ich habe den Onkel erst kennengelernt, als er aus der Gefangenschaft zurückgekommen ist. Aber anders habe ich es nie gehört, weder von der Tante noch vom Onkel. Ja gut, das haben Sie also gehört. Aber jetzt zu dem, was Sie glauben. Ihre Tante ist unschuldig, sagen Sie. Ja. Aber das können Sie natürlich auch nicht beweisen. Das wäre doch völlig absurd. Wenn jemand wen vergiften wollte, dann doch höchstens der Onkel, die Tante, weil sie ihn doch verlassen wollte. Nehmen wir also an, Ihr Onkel wollte wirklich Ihre Tante vergiften. Na ja, dann weiß er doch ganz genau, in welcher Flasche der vergiftete Likör ist, oder? Das ist doch klar. Na, und dann trinkt er ausgerechnet den Schnaps, den er selber vergiftet hat? Geh, Fräulein Heidi, das glaubst du doch selber nicht. Zirngiebel Pilgrin. Ja, da hast du aber Glück gehabt. Hm? Ja, die sind vollständig, da kannst du dich drauf verlassen. Von der Musterung bis zur Entlassung. Oder zum Heldentod. Das ganze Wehrmachtsleben lückenlos erfasst. Ja. Das war eigentlich alles. Ich danke dir recht schön. Was wolltest du denn eigentlich wissen? Ja, ich wollte bloß sehen, ob das stimmt, dass Blut ein ganz besonderer Saft ist. Und? Stimmt. Ich möchte mich nicht ständig wiederholen, aber... Grüß Gott, verdammt. Lieber Herr Wanninger, es gibt so glückliche Pensionäre. Und wissen Sie, warum sie sind?
weil die Plackerei im Beruf vorbei ist und Sie nun endlich das tun können, was Sie Ihr ganzes Leben lang schon tun wollten. Ja, eben, das tue ich ja. Naja. Sagen Sie, Kettwig, war es unbedingt nötig, Frau Zirngiebel aus der Untersuchungshaft hierher zu bringen? Oh, Verzeihung, Herr Kriminaldirektor, ich dachte, Vernehmung am Tatort. Merkwürdig. Ist Ihnen nicht auch schon aufgefallen, dass fast alle Leute, wenn sie nicht dachten, sagen, ich dachte? Entschuldigen Sie bitte, bitte. Lieber Herr Wanninger, ich sehe, Sie brennen darauf, uns den Fall auf Ihre Weise zu erklären. Lieber Herr Steiner, wenn die Frau Zirngiebel nicht meine Nachbarin wäre, gell, und wenn sie mir nicht leid täte, dann würde ich jetzt überhaupt nichts sagen. Aber so muss ich ja wohl. Was glauben Sie, wer dieser Herr ist? Der Pilgrim oder der Zirngiebel? Also die beiden Damen glauben, er ist der totgesagte Herr Zirngiebel. Naja, und weil man nicht gern auf eine Rente verzichtet, wenn man sie leicht kriegen kann, gell? Haben sie der ganzen Welt weisgemacht, er wäre der Herr Pilgrim. Ja, das kommt der Clou. Er ist der Herr Pilgrim. Nein. Oh doch. Laut Wehrmachtsakten hatte der Herr Zirngiebel die Blutgruppe 0. Und der Herr Pilgrim AB. Und eben diese Blutgruppe haben Sie, Herr Pilgrim. Nein, aber das ist doch... Die Wahrheit. Oder haben Sie vergessen, dass Ihnen bei dem sogenannten Giftanschlag auf Sie Blut abgezapft worden ist? Na also, dann geben Sie es doch endlich zu, dass Sie sich das Gift selber in den Likör getan haben, weil Sie erreichen wollten, dass die Frau Zirngiebel verhaftet wird. Und warum? Weil Sie eifersüchtig waren. Und was glauben Sie, Herr Steiner, auf wen? Auf mich. Gell? Ja. Stimmt. Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Es stimmt auch, dass ich Pilgrim bin. Der Zirngiebel und ich waren uns so ähnlich, die Kameraden haben uns dauernd verwechselt. Der Zirngiebel hat immer von seiner Frau erzählt. Er hat gejammert, dass er nach so kurzer Ehe schon eingezogen wurde. Ja, das stimmt. Mein Mann und ich, wir haben nur ganz kurze Zeit zusammengelebt. Und dann musste er schon weg. Sicher, der ist mir schon ein bisschen fremd vorgekommen, als er damals bei mir auftauchte, 1957. Aber mein eigener Mann wäre mir damals auch fremd gewesen. Nach so langer Zeit. Krieg, Gefangenschaft, 18 Jahre. Also hat er sich nun als Zirngiebel ausgegeben oder nicht? Ja, aber nur innerhalb der Familie Zirngiebel. Amtlich hat er immer wahrheitsgemäß angegeben, dass er der Pilgrim ist. Ne? Somit bezieht doch die Frau Zirngiebel ihre Rente zurecht. Also gibt's doch überhaupt keine Straftat. Ach, Herr Wanninger. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ja, dann tun Sie es doch auch nicht. In unserem Alter sollten wir uns nicht mehr überanstrengen. Das ist ein Mann.